Ja, hallo Ferenc. Schön, dass wir wieder zusammen sind. Heute mit was sehr Taktischem, habe ich gehört. Ja, also mit einer sehr, sehr schönen Idee. Also wir schauen uns im Prinzip ja eine Partie an, die die meisten von euch wahrscheinlich schon kennen. Die wurde jetzt beim Superbad Rapid und Blitz in Warschau gespielt, zwischen Gukesh und Magnus Carlsen in Runde 6, also aus dem Schnellschach. Und wir gehen bewusst nur zu einer Stelle ein, wo ich eine gewisse Idee zeigen möchte, die bisher noch nicht beleuchtet wurde. Also ich habe schon gesehen, gab jetzt natürlich auch andere YouTuber, die die Partie schon ausreichend beleuchtet haben. Die sind aber nicht auf diese eine ziemlich entscheidende Idee meiner Meinung nach eingegangen. Und aus anderen Gründen tun wir, weil die meisten von euch die Partie wahrscheinlich ohnehin schon kennen, gehen wir die Partie auch dann nicht bis zum Ende durch, sondern wirklich nur von jetzt an sozusagen bis zu dieser Stelle. Dann würde ich ausführlich über diese Idee, über den Zug reden wollen. Und das ist quasi ja, der Inhalt des heutigen Videos. Und wir werden dann auch eine kurze Pause machen und ihr könnt überlegen, ob ihr den Zug gefunden hättet oder überhaupt als Kandidatenzug in Betracht gezogen hättet, den Carlsen allerdings nicht gespielt hat. Genau. Okay, dann gucken wir uns das mal an. Genau. Carlsen jetzt hier mit Schwarz und Gukesh mit Weiß und es geht mit E4, E5 los. Genau. Also sozusagen der ja, WM-Herausforderer von den Ding Liren gegen den Greatest of All Time, gegen den Magnus Carlsen, der seit über 14 Jahren Nummer 1 ist laut Elo-Liste. Italienische Eröffnung. Ja, italienische Eröffnung und Carlsen spielt hier den Zug Springer 6. Sozusagen lädt ein, dass es jetzt hier auch taktisch werden kann mit dem Zug Springer G5, was der Gukesh hier auch gemacht hat. Das sind so Positionen, die bringe ich auch öfter aufs Brett, so ganz mal ganz am Rande. Ich bin jetzt sehr gespannt, wie das jetzt weitergeht. Genau. Ja, D5 ist im Prinzip der Hauptzug, die Möglichkeit, wie man jetzt hier zu reagieren hat. Und ja, ich schläge D5 liegt auch auf der Hand, muss im Prinzip folgen. Interessant. Ja. Wirklich interessant, weil das endet doch eigentlich, das kann doch in dieser Fried Liver Variante enden, oder? Wir sind in der Fried-Livered-Variante. Allerdings, oder Ah, jetzt okay, macht er. B5 ist jetzt natürlich schon super interessant. Ja, also. Ich selber habe den Zug schon ja, so vor 10 Jahren mal das erste Mal gesehen. Da fand ich ihn auch schon sehr interessant. Und der hat sich so ein bisschen auch mit etabliert. Ja. Okay. Vielleicht, obwohl das sprengt vielleicht ein bisschen den Rahmen des Videos, wenn wir die Fried Liver jetzt mal einmal präsentieren, aber lass einfach Nee, das. mal schauen, wie es weitergeht. Das heißt, Läuferrückzug auf wieder Ausgangsposition. Genau, im Prinzip, das kommt jetzt, weil wenn man gleich auf B5 schlagen sollte, dann folgt Dame schlägt D5 und dann ist es im Prinzip ein Doppelangriff auf den Läufer auf B5 und den Bauern auf G2. Und deswegen zieht hier Weiß den Läufer ganz zurück auf das Ausgangsfeld Läufer F1. Und Schwarz verzichtet dann auf Dame schlägt D5, weil dann Springer C3 mit Tempo folgt und danach würde der Bau B5 genommen werden. Also, Aber vielleicht ist das jetzt auch schon wieder zu weit. darum Also machen wir. geht's. Oder hier Springer C3, dann Tempo auf die Dame Richtig. und dann ein bisschen. Ich hatte jetzt im ersten Moment überlegt, naja, wenn Weiß jetzt nimmt und dann tauscht man halt Springer gegen Läufer, vielleicht die einzige Intention, warum das nicht geht, wäre aber dann auch eine ganz schön wilde Stellung, oder? Aber da ist dann schon Schwarz zu bevorzugen, weil Schwarz hat dann das Läuferpaar. Ja. Der Bauer auf C6 ist schwach und hinzu kommt noch ein dritter Faktor. Der Springer auf G5 kann jederzeit mit dem Zug H6, also per Tempo, wieder rausgeworfen werden. Und das ist garantiert schon ein Vorteil für Schwarz, wenn jetzt D schlägt C6 kommt. Okay, interessant. Das heißt, von dem her, Läufer F1 sehr logisch. Genau. Springer schlägt D5. Läufer schlägt Jetzt. B5, damit auch wieder alles ausgeglichen. Genau, jetzt Und der aufpassen jetzt. C6-Springer wieder in der Fesselung. Genau, der hängt jetzt mit Schach, also den müssen wir jetzt unbedingt verteidigen. Macht Carlsen auch. Carlsen 4 schittiert auf mit Läufer B7 und deckt das ab. Ja. Genau. D4, der deckt den Springer auf G5. Ne? Also die Drohung war jetzt eben G5 und Weiß entscheidet sich, okay, dann spiele ich doch D4 und habe gleichzeitig die Option, dass ich auch den Läufer auf C1 rausbringe. Ja. Aber, also täusche ich mich oder sind wir schon in einer relativ ungewöhnlichen Variante gerade irgendwie drin?
Nee, wir sind schon eher in der ungewöhnlichen Variante drin. Ich schlage D4 und Google schrochiert erstmal. Das heißt, Materialverteilung ist jetzt in dem Moment gleich und Schwarz liegt in der Entwicklung sogar ganz leicht vorne. Ja. Läufer E7 greift den Springer auf G5 an. Springer geht zurück, Springer F3 und Carlsen vollendet seine Entwicklung und rochiert. Genau, und damit sich das quasi irgendwie lohnt, ich glaube jetzt gerade, Zugspringer schlägt D4, wenn ich mich. Nee, oder Läufer schlägt C6, Entschuldigung, Läufer Läufer schlägt schlägt C6. C6, ja. Dann Genau. natürlich Läufer schlägt C6 und jetzt Springer schlägt D4. Genau. Material ist jetzt wie folgt: Weiß hat jetzt einen Bauern mehr, allerdings hat Schwarz das Läuferpaar und der Läufer, der jetzt im Moment auf C6 steht, also auf dieser Diagonale A8, H1, der kann eine ziemlich gute Rolle spielen. Also der kann eine sehr starke Figur hier werden. Jetzt muss Schwarz natürlich erstmal reagieren, weil der C6-Läufer angegriffen ist. Genau. Läufer Und er möchte B7. auf der Diagonale bleiben, deswegen geht er eins zurück nach B7. Jetzt folgt ja der Zug Springer D2, sollte ich mich nicht irren. Genau. Und da sehen wir auch schon ein leichtes Fragezeichen-Rufzeichen dahinter, also nicht unbedingt der beste Zug. Und jetzt zeigen wir erstmal ganz kurz, welchen Zug hat Carlsen jetzt hier gespielt. Gehen wir bitte einen Zug weiter. Okay, Carlsen hat hier Turm E8 gespielt. Auch ein logischer Zug, ne? Bringt schon mal den Turm in Stellung. Kann man jetzt auch nicht kritisieren. Jetzt würde ich dich bitten, einen Zug zurückzugehen. Und jetzt haltet am besten mal das Video an. Überlegt mal, was sind so eure Kandidatenzüge? Was könnte hier Schwarz noch machen? Und überlegt vielleicht mal, was könnte dann die Antwort wiederum von Weiß sein? Und könnte es dann taktisch werden? Und ja, haltet das Video an und überlegt mal, was würdet ihr hier vielleicht mit Schwarz machen? Und ich würde es jetzt auflösen. Im Prinzip, ein Zug, der sehr, meiner Meinung nach, sehr auf der Hand liegt, ist, wir könnten jetzt nämlich einen Doppelangriff starten oder auch einen sehr aktiven Zug spielen, nämlich den Zug Springer nach F4. Das hat F4, nicht. 5, 5. Nee, Springer F4. Pardon, Entschuldigung. Ach so. Genau, Schwarz ist ja hier dran und Springer D5 nach F4. Jetzt habe ich es auch gefunden. Alles klar. Genau. Folgendes: Im Prinzip handelt es sich jetzt um einen Doppelangriff, denn der Bauer auf G2 ist jetzt zweimal angegriffen durch Läufer und Springer. Und der Springer auf D4 ist jetzt durch die Dame D8 angegriffen. Genau. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass Carlsen den Zug zumindest in Erwägung gezogen hat. Ja. Warum er nicht gespielt hat, weiß ich nicht. Und zwar, ja, im Prinzip der einzige sinnvolle Zug für Weiß ist jetzt, wie er auch beides decken kann, Springer Springer F3, 2 oder? nach, genau, und zwar den D2-Springer Also nach F3. genau. Den D2 nach F3. Wollen wir einfach mal ausführen, oder? Jawohl. Damit ist halt der Springer gedeckt und die Diagonale wieder zu. Richtig. Und jetzt gibt es halt noch eine sehr, sehr interessante Möglichkeit. Und zwar, ja, was droht jetzt erstmal? Weiß droht, Löffel schlägt F4. Ne? Der Springer auf F4 ist sozusagen ungedeckt und der droht abhanden zu kommen. Das heißt, wir müssen uns jetzt um den Springer auf F4 kümmern. Und jetzt gibt es aber einen ziemlich starken Zug. Wenn ihr wollt, könnt ihr hier an der Stelle auch nochmal das Video anhalten. Dann würde ich euch aber bitten, nicht nur den einen Zug versuchen zu rechnen, sondern zwei, drei weitere noch hinterher. Ja? Also hier nochmal Schwarz am Zug. Was könnte jetzt hier Schwarz am allerbesten spielen? Und auch das würde ich jetzt auflösen. Und zwar Dürfte ich hier einen funktioniert. Tipp abgeben? Ja, natürlich, Thomas, klar. Weil ich, wir befinden uns jetzt gerade auch außerhalb der Partieanalyse, das heißt, für mich ist es auch neu. Nachdem man den Springer ja entweder decken oder ziehen muss und du ja eh schon so hinleitest, dass es vielleicht jetzt einfach was eine scharfe Linie gibt, wird es vielleicht eher ein Angriff werden. Ich dachte jetzt gerade im ersten Moment an Springer schlägt G2. Und dann ist halt die Frage, was kommt auf König schlägt G2? Genau, König schlägt G2, dann hat man halt diesen schönen Effekt, dass der B7-Läufer den Springer an den König bindet. Und die Frage ist, wie ausnutzen? Also wenn man den jetzt schlägt, passiert eigentlich nichts.
Ja, also du bist schon mal grundsätzlich auf einem guten Weg. Sprengel Lake G2 ist auch der Zug, den wir hier sehen wollen. Aber die Frage ist halt wirklich, es ist halt schon ein Springeropfer. Man kriegt ja nur einen Bauern dafür. Man braucht jetzt schon irgendwie noch einen Anschlusszug oder noch eine weitere Idee. Weil ansonsten, es sieht zwar schön aus, aber wenn es im Endeffekt nicht geht, hat man halt eine Figur weniger. Ja. Das wäre ja nicht so Sinn und Zweck der Sache. Ne? Du kannst gern weiter ausführen. Also wenn wir soweit schon richtig sind und du jetzt einfach die Idee zeigst, dann ist es doch schon hilfreich. Ich sehe es jetzt Genau. nicht. Nee, ja. Es ist jetzt auch im Prinzip ein stiller Zug, der jetzt folgt. Ja. Und zwar Wahrscheinlich damit. Nee, Entschuldigung, also erzähl einfach. Dame ist auch richtig. Allerdings, die Dame, die muss jetzt nach G4 kommen. Und jetzt gibt es aber zwei Möglichkeiten, die schwarze Dame nach G4 zu überführen. Entweder über D7 oder über C8. Und das macht aber einen riesen Unterschied, entweder Dame D7 oder Dame C8. Und Dame C8 ist hier der richtige Zug. Und warum, werdet ihr gleich verstehen, wenn wir das ein paar Züge weiter anschauen. Also Dame C8 ist hier der richtige Zug. Jetzt, schwarze Drohung ist Dame G4 Schach, gefolgt von C5 und der Springer auf F3. Fällt im nächsten. Schwarz gewinnt. Das heißt, Weiß muss jetzt Dame G4 verhindern. Einziger Zug, um das zu verhindern, oder einziger sinnvoller Zug, um das zu verhindern, genau, Bauer H3. Und jetzt folgt der Zug Turm D8. Der ist total stark. Ah, dafür braucht man die Dame auf C8, ne? Genau, und dafür brauchst du Um die Dame auf hier den Angriff zu starten. genau, um hier in diese Gegenüberstellung Turm-Dame zu gehen. Und das Fiese ist jetzt sozusagen, der nächste Zug kann Weiß nicht verhindern. Schwarz spielt im nächsten ganz locker und lässig Bauer C7 nach C5 und holt sich die Figur wieder zurück. Stimmt, dafür gibt es keine Option. Genau. Und ja, auch jetzt hier mit der Dame sozusagen, mit der Dame aus dieser Gegenüberstellung herauszugehen, funktioniert halt auch nicht. Und deswegen. Ja, es ist, ich weiß es jetzt nicht, ich hatte mir die Engine-Bewertung jetzt nicht gemerkt. Ich glaube, minus 0,5 oder so, oder bis minus 1, ja. Aber die Stellung ist im Prinzip sehr, sehr stark, weil Schwarz verbleibt dann sozusagen bei fast gleichem Material mit dem starken Läufer auf B7 und im Prinzip mit dem Läuferpaar. Und wenn, weil tendenziell könnte Weiß ja jetzt mit einem Zug wie Dame E2 den Läufer auf E7 bedrohen, hat das irgendeine Auswirkung oder? Ja, das können wir gerne auch mal anschauen. Dann gibt es meiner Meinung nach zwei Überlegungen, zwei Kandidatenzüge. Einmal könnte man überlegen, ob man direkt Turm schlägt D4 spielt. Dann müsste man sich halt überlegen, ob es nach Dame schlägt E7 weitergeht. Eventuell hat man dann so einen Zug wie Turm G4 Schach oder so. Oder man hat auch eine Möglichkeit mit Läufer schlägt F3, wo man den Läufer eigentlich ungern abgibt. Also Also das Turm wäre eine. G4, Turm opfern und Dame nachziehen, oder? Oh, genau. Das wäre eine Überlegung. Oder eine zweite Überlegung wäre jetzt hier in der Stellung, einen ruhigen Zug zu spielen wie Läufer F6. Also quasi schlichtweg die Spannung halt auflösen. Genau, greift ja auch wieder den Springer auf D4 an. Und im Anschluss dann sozusagen. Wenn der Springer auf D4 wieder ziehen muss, baut man weiterhin Druck auf dieser Diagonale auf mit dem Zug Dame F5. Ja. Das müsste man an der Stelle prüfen. Eins von den beiden Möglichkeiten führt definitiv zum Gewinn, ja. Okay, spannend. Gibt's, Genau. hast du einen Hin, also hast du eine Idee, warum Carlsen das dann ausgelassen hat? Ja, es gibt tatsächlich noch einen Zug, auf den wir jetzt eingehen. Aber der ist ziemlich schwer zu sehen, meiner Meinung nach. Nämlich nach Springer schlägt G2 ist die beste Möglichkeit nicht König schlägt G2. Und das würde ich gerne noch zu allerletzt zeigen wollen. Genau, also hier auf den Zug Springer schlägt G2 gibt es erstaunlicherweise den Zug, dass man gar nicht den Springer nimmt, sondern man spielt hier den Zug Springer F5. Ah, um quasi genau dieses Motiv Dame C8 zu unterbinden, oder? Ja, und auch natürlich Damentausch wäre jetzt auch natürlich eine Ah, super ja, Option für Weiß, weil im Prinzip Schwarz ist ja im Angriffsmodus und Weiß im Verteidigungsmodus und das heißt natürlich, dann will Weiß natürlich die Damen tauschen, ja.
Und die Variante ginge jetzt weiter. Bester schwarzer Zug wäre Läufer E4, also im Prinzip schon wieder so eine Art Computerzug, greift diesen Springer auf F5 an. Kann man vielleicht auch noch mal ganz kurz zeigen, Läufer E4. Und dann endet das in einem Endspiel, also Läufer E4 von Schwarz, Dame schlägt D8 und Läufer schlägt D8 und es ist trotzdem so minus 0,5 etwa für Schwarz. Ja, Okay. weil Schwarz ein Läuferpaar hat und vielleicht hat das Carlsen gesehen, dachte, es gibt noch was viel Besseres, ja, keine Ahnung, aber ich wollte euch auf jeden Fall diesen Zugspringer F4 nicht vorenthalten, weil der halt sehr, ja, sehr im Angriffssinn ist, sehr forciert ist. Und vor allem das besonders Schöne an diesem Zug fand ich diese Idee mit diesem Sidestep, nenne ich das jetzt mal, ne, dass man mit der Dame nach C8 geht, um das Feld D8 freizumachen für den Turm und diese Gegenüberstellung. Ja, das hat man nicht alle Tage. Ja, richtig schön. Ja, auch wie, also in der Hinführung haben wir ja schon gesagt, auch die Eröffnung sieht man jetzt nicht alle Tage und ist doch schön, wenn sowas auch mal auf absolutem Top-Niveau gespielt wird. Genau. Ja, danke, dass du es uns gezeigt hast. Richtig spannend. Gerne. Und ansonsten, wer die Partie nicht kennt, schaut euch einfach an. Die wurde ja übertragen, Runde 6 bei dem Superbet. Ging unentschieden Genau, aus ging und unentschieden aus, ist war sehr spannend. im Ganzen 39 Züge lang. Kann man sehen. Danke, Ferenc. Ja, sehr gerne.